Was geht, Freunde? Euer Lieblingshut Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und meine Rüstung sieht ja plötzlich so ganz normal aus. Hä, Kiro, hast du nicht letztens Tobi gekillt und hast seine Rüstung geklaut und seinen Kopf genommen? Das ist tatsächlich Tobis Rüstung. Ich habe sie umbenannt und ich habe sie umgefärbt, dass sie so aussieht wie meine. Und ich werde einfach niemandem davon erzählen, dass ich Tobis Rüstung habe. Dass ich seinen Kopf habe, das erzähle ich vielleicht noch irgendjemandem. Aber darum geht es tatsächlich heute nicht. Denn, Freunde, habt ihr aufs Datum geschaut? Eine Woche ist vorbei. Eine komplette Woche ist jetzt vorbei. Und Snoopy und ich müssen uns entscheiden, welcher Höllenkrieger verbannt werden soll. Das heißt, die schwierigste Aufgabe. Ja, es ist so viel passiert eigentlich in dieser Woche. Der Prank mit Pishta, Tobis Kopf und Rüstung geklaut. All das ist passiert, aber im Hinterkopf musste ich die ganze Zeit daran denken, wen verbannen wir. Und ich glaube, ich habe meine finale Entscheidung getroffen. Die will ich aber jetzt gleich mit Snoopy bequatschen, ob wir irgendwie gemeinsam eine Entscheidung getroffen haben. Deswegen schreibe ich mal kurz Snoopy an. Wo bist du? Lass reden. Heute ist ja der Tag. So, ich hoffe, er ist auch irgendwie da und nicht AFK oder so, weil es ist jetzt der schlimmste Tag für die Höllenkrieger heute tatsächlich. Zumindest mein schlimmster Tag, weil wenn ihr gleich erfahrt, wen ich rauswerfen möchte, dann ist das tatsächlich eine super duper schwere Entscheidung gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die sinnvollste Entscheidung gewesen wegen vergangener Aktivitäten, wegen aktuellen bestehenden Aktivitäten, alles was passiert ist, um was es mit dieser Person geht, was es mit dieser Person auf sich hat. Ihr werdet das noch verstehen. Snoopy antwortet mir nicht, jetzt habe ich es mal so versucht. Ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Ich weiß nämlich nicht, wo er ist. Vielleicht muss ich einfach gleich in Höllentaut oder so rumfliegen, um ihn zu finden. Okay, Snoopy antwortet nicht, Freunde. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal eigenhändig auf die Suche. Vielleicht ist ja auch irgendwas passiert und ihm geht es nicht gut oder so. Oder was auch immer. Vielleicht ist er hier. Moment. Nicht so schnell, nicht so hastig. Snoopy! Snoopy, wo bist du? Snoopy, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wir haben heute was Wichtiges zu klären. Ist er hier vielleicht? Wo ist Snoopy? Drückt er sich etwa vor unserer Entscheidung? Timmy? Was für eine Entscheidung, ey? Was redest du da? Die Entscheidung, was wir dir zum Geburtstag schenken. Heute ist Freitag, Alter. Was willst du mir am Freitag schenken, Junge? Geburtstag. Ha? Zu deinem Geburtstag. Ich hab heute nicht Geburtstag. Ja, nein, natürlich hast du nicht heute Geburtstag. Aber wir überlegen halt die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? Was machen wir heute? Was steht so an? Es stehen große Dinge an, aber ich muss zuerst cool. mit Snoopy reden. Ich habe neue Hinweise zu meinem Item bekommen. Hier, lies mal. Hä? Ja, ich glaube, ich weiß noch, um wie es da geht, ey. Das Rätsel deiner Kraftliebe ist eine Harmonie zwischen Feuer und Wasser, kalt und warm. Nur deine innere Kraft führt dich zur Wahrheit. Ja. Es gibt noch viel, was du lernen musst. Wird es pink, rot, grün oder blau? Die Lösung ist pink, süß und das einzige Wesen, welches so auf der Insel existiert. Richtig. Die Zeit wird zeigen, ob du würdig bist. Du musst Altes ablegen und über deinen Schatten springen, neu anfangen oder fortführen. Ja, hallo, gib mal her. Und ich weiß, du was? Ich habe heute Trident befreit, Junge. Wie? Was? Wie? Warum? Ja, da war in so einem Gefängnis drin, wo ich damals Tür eingesperrt habe. Ich habe ihn rausgeholt da. Ja, da hätte er aber auch drin bleiben können. Nein, ich sag dir ehrlich, das war alles eine Prüfung, Junge. Eine Prüfung für was? Ich muss doch endlich mein Item bekommen, meinen pinken Drachen, Junge. Ja, okay. Ich muss kurz mit Snoopy quatschen. Ich komm gleich wieder. Oh mein Gott, Freunde. Checkt ihr, also, das wäre jetzt ein kleiner Hinweis, um wen es geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tobi, Snoopy, bist du hier? Hey, Snoopy, bist du da? Ich bin nicht da, nein. Oh, verdammt. Okay, Snoopy, es ist wichtig, es ist super wichtig. Heute ist der Tag der Tage. Weißt, was los ist? Bro, ich hab keinen Bock. Ich habe in meinem Kopf schon eine Entscheidung jetzt mittlerweile gemacht. Die Woche war sehr, sehr lang. Ich konnte ehrlich gesagt nicht gut schlafen. Bro, oh Gott. Heute ist es soweit. Was müssen wir heute tun? Wir müssen einen Höllenkrieger verbannen, Bro. Bro, das geht gar nicht. Das wird sehr schwer sein. Lass mal auf drei sagen, wen wir verbannen wollen. vielleicht haben wir schon denselben.
Deswegen okay. Eins, Hi. Zwei, drei. Timmy. Zwei. Gero! Ey! Ich war. Nein, auch Timmy. Ich hab auch Timmy. Also, wieso hast du Timmy? Na. Wieso? Bro, Alter, ganz ehrlich, so, er hat seine Kraft ja noch nicht, sein Item, so, warum nicht? Weil er nie da ist, weil er nichts für die Höllenkrieger tut. Ja, so, richtig. Also das sehe ich auch zum Beispiel an den Samstagen, Freunde, er ist halt nie da. Wir brauchen ihn sehr, sehr oft, auch wenn es um Kämpfe geht oder um so Entscheidungssachen, weil er ist halt gut im Reden, das muss man ihm zu 100% lassen, aber er ist halt nicht da. So, ich will auch überhaupt keine Feindseligkeit gegen Timmy oder so, aber die Sache ist, die hat mir auch gerade ein interessantes Buch gegeben. Ich habe es ihm wieder zurückgegeben, aber ich kann dir sagen, was da drin stand. Und zwar war da irgendwas drin gestanden von, er muss sein altes Ich irgendwie ablegen oder so ein Quatsch. Und irgendeine Entscheidung mit Farben und keine Ahnung, Bro, das habe ich nicht verstanden. Bro, und dann also hat er mir noch erzählt, dass er Tridan befreit hat aus dem Gefängnis. Hä? Bro, alles andere. Bro, er ist kein Höllenkrieger, ganz einfach. Was macht er denn für uns? Gar nichts. Bro, ganz ehrlich, wir brauchen ihn manchmal, wo wir fast am Sterben sind. Richtig. Und was macht er? Er chillt sein Leben mit Moni oder so, Alter. Das Bro, du musst checken, er hilft Leuten, die nicht mal ihm irgendwie was Gutes getan haben. Was hat Tridan ihm schon Gutes getan? Gar nichts. Nein, vor allem, das sind ja unsere Feinde so. Und er macht was mit unseren Feinden. Das ist so das Ding. Bro, ich check's nicht. Die Kristallkrieger sind sowieso extrem auf dem Kriegsfuß mit uns. Ja, ich check's wirklich nicht, warum er überhaupt das macht. Oh, aber ich find's gut, dass wir uns da auf jeden Fall einig sind. Ich dachte auch kurzzeitig noch Beule, weil Beule halt so durchgedreht ist mit seinem Item. Aber das Ding ist, wenigstens hilft er uns halt ein bisschen, so, weißt du, was ich meine, mehr als Timmy. Er hilft uns und er hatte die Größe und hat sich bei uns, sage ich mal, auch entschuldigt oder zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir auch, er hat mir meine Items wiedergegeben, so. Dass er so durchgedreht ist einfach. Bro, und er ist halt wenigstens da, wie du schon gesagt hast, er hilft uns an den Samstagen, es ist alles gut, aber das ist jetzt, oh mein Gott, lass mal irgendwie mit Timmy quatschen und das Gespräch so. Ja, wir müssen ihm das irgendwie sagen. Weil irgendwie schonend beibringen, so, weil er ist trotzdem mein bester Freund, so, und das kann er von mir aus auch bleiben, aber einen Höllenkrieger sehe ich ihn einfach nicht. Er ist einfach kein Höllenkrieger. Er kann mit Moni sein Ding machen, so. Er kann mit Moni, keine Ahnung, auf Dates gehen. Yeah, er kann safe. So Dates jagen oder so. Safe, Bro. Aber das ist doch kein Höllenkriegerzeug. Erinnert dich daran, wo wir damals zusammen auf die YouTuber-Insel gekommen sind, also Timmy und ich und Beule. Wie das abgelaufen ist. Wie er da drauf war, Digga. Er war da viel anders. Also er war da nicht so wie jetzt. Ja, und jetzt ich glaube, Moni hat ihn einfach kaputt gemacht. Also eigentlich 100%. Alles Moni schuld, aber was soll man machen so? Wir können ihn nicht verändern, er ist so wie er ist. So. Ich glaube, er ist bei seinem Haus, da habe ich ihn jetzt zuletzt gesehen. Mal schauen, wenn er nicht da ist, dann schreiben wir einfach, dass er herkommen soll. Aber da ist er. Nee. Timmy, hey, es geht ab, Alter! Na, hey, wie geht's Timmy? Euch so? Wie geht's, wie steht's? Ah, alles was fresh. Wollt ihr dem schonend beibringen, hä? Hast du uns belauscht, oder was? Denk ja auch, dass ich meine Ohren nicht irgendwo hab, ne? Ja, und vielleicht ist dein Ohr auch schon steil geworden, das weiß man bei dir halt nicht. Oh, ich sag's mal so, was wollt ihr mir jetzt schonend beibringen, bei Freude und so, wie sollen wir ihn sagen, ne? Piro? Wie sollen wir also, guck mal, die Sache... Nied erstmal nieder vor mir! Nee, meine Schnürsenkel sind nicht offen. Nee, pass auf, die Sache ist die, Mira hat uns eine extrem krasse Aufgabe gegeben, also Snoopy und mir. Das Ding dabei ist so, es ist eigentlich nicht deine Schuld oder die von den anderen, so eher unsere Schuld oder eher gesagt meine, aber wir müssen es dir sagen, Kiro sagt nur das. Oh, ich kann nicht, Digga. Was ist denn Wahnsinn, los, Kiro? Gib mir kurz Zeit. Gib mir kurz Freunde. Zeit zum Nachdenken. Höllenkrieger. 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 Für immer. Ganz kurz nachdenken. Lass mich ganz kurz nachdenken. Denkt er nach? Snoopy, was ist los? Freunde. Wirklich. Ich kann das ihm doch nicht sagen. Ich kann das so nicht machen. Alter. Ey, wer hat eigentlich mein Haus kaputt gemacht? Bro, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das war. Wir sagen, das warst du, Snoopy. Was machst du sowas? Ach, das war Alpersteinchen. Das war Alperstein. Dann warst du auch dabei, Snoopy. Alpersteins Bruder war das. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Mario, du musst es jetzt sagen.
Ja, für wir mein müssen, Haus. Wir müssen gleich auf jeden Fall was zu denn? Mira gehen. Ja, okay, dann lass und jetzt hingehen. Und wir müssen Mira Folgendes dann sagen, Timmy. Und was zwar denn? Verbannen ja, Snoopy ja, und ich ja, dich von den Höllenkriegern. Hä? Was redest du da? Du könnt mir nicht verbannen, ihr Blödmänner. Ich hab die Höllenkrieger gegründet, Alter. Können wir dir mal ohne was erzählen? Timmy, was? Lass uns mal was sagen, okay? Was? Du bist nie da am Samstag. Ohne mich gibt's die Höllenkrieger nicht, ihr Blödmänner, Alter. Höllenkrieger, so Höllenkrieger. Oh mein nein. Gott. Ihr das könnt mich nicht rauswerfen, Alter. Ja, die Entscheidung ist, ja, nicht, es war die schwerste, glaube ich, bis jetzt auf der kompletten also Insel. Also willst du mich wieder verraten, Kiro, wie du nein, schon mal gebannt hier geht's, hast. Hier geht's nicht um Verrat. Du hast mich schon mal eingesperrt, Kiro, Alter. Hier geht's darum, dass du sowieso andere Wege Junge. Gehst als wir. Was für Wege, Alter? Ich hab die du hast ich Trainer die befreit, einer unserer Erzfeinde. Ja, na und ich du hab die Wahrheit herausgefunden. Du musst irgendwelche guten Taten machen, um irgendwie was zu beweisen oder so. Keine Ahnung, ich was du davor hast. Ich muss den Plan einhalten von Mira und Tobi, Junge. Ja, der Plan ist, dass du unser Anführer bist und wir Zeugs machen, ja. Alter, als Höllenkrieger. Nein. Was für, ihr habt nur Unheil im Kopf, Alter. Aber ihr habt nicht im Timmy, Kopf, dass man den Schwachen Timmy, helfen soll. Du hast Moni, du hast Moni im Kopf. Was für Moni? Nein, wir haben nicht Unheile im Kopf oder so. Wir nein. haben maximal haben wir im Kopf, dass wir Gerechtigkeit ja, auf der Insel walten lassen wollen. Nee, ich nehm's zurück. Ihr habt gar nichts im Kopf. So wie Beule. Der sich bei mir entschuldigt, hey. Der angekrochen kommt. Ja, der angekrochen kommt, weil er sein Item nicht mehr bekommen hat, weil er nur Kranke mitgebaut hat. Und sich dann entschuldigt. Du bist wenigstens da, wo bist du ja, an den Wochenenden immer? Du bist nie da, hilfst uns nie, wenn wir Hilfe was? Brauchen. Wochenende, da habe ich Feierabend, Junge. Ja, du bist aber nie da. Ja, vielleicht mache ich ja andere große Dinge, die Höllenkrieger ja, dann zeig sie doch. Und ihr macht die nicht. Dann zeig doch ja. deine allzu großen Dinge, zeig doch mal jetzt. Weißt ja. du, was ich jedes Wochenende mache? Ich opfere mich jedes Wochenende für euch, zwei Stunden euch, auf Toilette, ja? Oh, nein, genau. Ich opfere mich jedes Wochenende vor euch, aber ihr checkt das ja nicht. Ja, okay, und was machst du dann? Was opferst du denn so krasses am Wochenende? Das Schweinchen regt mich auch die ganze Zeit auf. Timmy, wo ist eigentlich dein Item, hä? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich schwere gute Dinge mache, dann kommt mein pinker Drache und macht euch alle fertig. Was für pinker Drache, Alter? Also, wer dir das eingeredet hat, weiß ich auch nicht, Alter. Bro, du wirst schon sehen, dass ich einen pinken Drachen bekomme, Alter. Mhm. Also und dass wir ich mit Mira. Moni dann über die YouTuber-Insel reite. Ja, die Entscheidung muss aber trotzdem leider gefällt werden. Ja. Und Snoopy und ich haben uns halt einstimmig dafür entschieden, dass ja. du von und, den Höllenkrieger verbannt wirst. Und ihr seid doch nicht mal Anführer, hä? Ihr seid die... Damit, damit hat das gar nichts zu tun. Wir sind die jemand verbannen können. Ja, also. ja, komm. Wer seid ihr denn, dass ihr auf einmal entscheidet, wer drin ist und nicht, obwohl ich die Höllenkrieger gegründet habe? Uns wurde diese Aufgabe gegeben. Glaubst du erstmal leicht für mich? Glaubst du erstmal überhaupt leicht? Ich konnte ganze Woche nicht schlafen, Alter. Ich konnte gar nichts machen, Alter. Hiermit entbinde ich dich von den Höllenkriegern. Ja, so. Also seht ihr? Bro, oh, das ist nicht so eine Entscheidung. Das ist eine viel mächtigere Entscheidung. Eine Entscheidung, die über deine Fantasie hinausgeht. Ja, Bro, wer hat denn damals die gegründet als erstes, Timmy, ha? Timmy, ich ja, sag, das war so, ganz logisch, ganz ja. logisch, ja, deswegen ist ja auch gut so. Timmy. Was, sei du mal leise, du, Kleinkinder dürfen nicht reden, Erwachsene reden, so. Jetzt reicht's mir, Alter. Ja, wir gehen sowieso gleich zu Mira, wie gesagt, das ist, wir haben die Mist eingepockt, gebe ich zu, das ist auf unsere Mist gewachsen, auf Snoopy, so mein Mist. Nur Mira könnte mir was wegnehmen, aber ihr beiden Hosenscheißer könnt mir gar nichts wegnehmen. Und das wird passieren. Ja, lass zum einen und mit Mira quatschen. Bro, was wollte denn Mira sagen? Was denn dass du verbannt wirst, dass unsere Entscheidung gefaltet wurde. Ja, unsere Entscheidung ist, dass du verbannt wirst. Ganz richtig. Einfach. Das ist eine blöde Entscheidung, ihr wisst ja nicht mal, was ihr macht, Alter. Ihr seid ja habt nicht mal alle Tassen im Schrank, habt ihr, ey. Ja doch, aber ich habe alle Pommes im Burger, jetzt komm mit, Alter. Oh mein Gott. Freunde, wir tun es halt wirklich. Wir tun es halt einfach wirklich. Das ist, oh mein Gott, das geht über alles, was meine Prinzipien eigentlich sind. Ich will keinen Höllenkrieger mehr geben, ihr Vollposten. Bro, jetzt mal ganz ehrlich, du wirst gleich sehen, Timmy, dann wirst du anders sehen. Wir sind sowieso die ganze Zeit schon ohne dich. Weißt also, du, was so lustig wäre, wenn Mira euch einfach die Items wegnimmt und dann sagt, ja, die hat euch Vendetta gemacht. Du hast eine ziemlich falsche Vorstellung. Vertrau mir, hör mir zu, eine Sache. Es war wirklich nicht leicht für mich, okay? No. Scheint ja schon, wenn du hier da so hier sagst, du bist kein Höllenkrieger mehr.
Ja, ich bin das chronologisch durchgegangen. Was für chronologisch durchgegangen? Das Einzige, was du Beule ist da, hilft uns, hat sein Item. Steinchen ist da, hilft uns, hat sein Item. Snoopy ist da. Ihr wollt einfach nur mehr Macht haben. Ihr seid alle. Na, was haben wir denn davon, dass wir ein Mitglied weniger haben? Beziehungsweise du bist ja sowieso nie da. Also waren wir die ganze Zeit ohne dich. Wir machen kein Minus, kein Plus. So ist das jetzt halt, ne? Das ist halt die Sache. Deswegen ist das Sinnvollste gewesen, dass du halt dann einfach verbannt wirst. Was sollen wir tun? Snoopy, habe ich dich nicht auf der YouTuber in The 101 geschlagen, hä? Bro. Du hast mich geschlagen! Ja. Bro, Timmy! Ich hab dich auf der YouTuber-Seite genommen, Bro! Da warst du noch ein kleiner Butschi-Junge, ne? Ja, Butschi warst du. Ah, wieso macht der jetzt so viel Schaden? Ah, ich Bro, dass du hier so viel redest. Keiner Butschi, ey, was willst du da, du Butschi? Es wird jetzt Zeit, hallo. Gar nichts mit Zeit, ey. Ich will jetzt wieder mit dir bleiben, Alter. Dein Krieger ist Timmy, Alter. Du kannst gar nichts, Junge. Hier ist dein Goldapfel, Alter. Ja, iss mal lieber schnell. Nichts aufhören, Junge, der denkt... Er denkt, er ist besser als ich, Alter. Willst du wirklich draufgehen, Timmy? Ja, geh du doch besser drauf, hä, du Blödmann, Alter. Du Stinker, du. So, Goldapfel, reicht mir mit dir, Alter. Ja, Goldapfel. Weil was anderes hast du blöd mal nicht verdient, ey. Snoopy, reicht, glaube ich. Ja, ich lasse es einfach. Ja, es reicht, ey. Hast du gehört? Dein großer Anführer hat gesagt, das reicht, Junge. Nichts außer der große Riegel. Reicht dir jetzt mit beiden. Komm, was kannst du denn außer Binde kacken, Alter? Wir holen jetzt Mira, seid leise. Wir holen jetzt Mira. Was kannst du denn außer Binde kacken? Ja, dann hol doch Mira, ey. Ruhe. Ich brauch Ruhe. Ja. Dann hol die, komm, hol die. Ja, mach ich jetzt auch. Mira, Shatawa, Mira. Was jetzt? Ey, was machst du da? Der Heller spricht zu dir. Nein, hör doch damit. Hallo, Mira. Meisterin Mira. Mira. Ey, Mira, was geht ab, Mira? Ey. Und das ist kein Geschrei. Was wollt ihr so rum? Was wollt ihr von mir? Das ist doch kein Geschrei. Ich hol dich doch immer sonst so. Weißt du noch, was du uns vor einer Woche für eine Aufgabe gegeben hast? Genau. Habt ihr dich entschieden? Ja. Nein, die haben sich nicht entschieden. Die Lügen. Also, die sollten ja jemanden verbannen. Ja, die wollen dich selber bannen. Nein, tatsächlich nicht. Snoopy und ich haben uns einstimmig entschieden. Ja. Die werden gezwungen. Timmy, was soll Timmy sein? Timmy soll gebannt. Ja, nein. Timmy soll verbannt werden. Soll Timmy sein? Timmy soll verbannt werden aus den Höllenkriegern. Ich will nicht gebannt sein! Timmy, beruhig dich! Nein, es ist keine gute Entscheidung gewesen! Cousin? Mira ist auch weg! Ist er jetzt gebannt worden oder was? Bro, ich bin gerade übelst verwirrt. Warte mal, was? Wurde er jetzt gebannt oder verbannt? Bro, hast du aber gehört, er hat so rumgerufen, meine Herzen? Hat er etwa seine Herzen verloren? Bro, lass mal kurz hier warten, vielleicht kommt er gleich nochmal. Also wenn er nicht gebannt ist, lass mal kurz, ganz kurz bitte hier warten. Ja. Ich check jetzt, oh mein Gott, Bro. Es ist offiziell. Egal, was Mira gerade gemacht hat, es ist einfach komplett offiziell. Ja, wir haben es getan. Bro, ich fühle mich gerade so mies, Digga. Nein, was haben wir... Ey, das, du weißt, er hat eigentlich die Höllenkrieger gegründet. Ich weiß, Bro, deswegen, aber er war am Ende einfach kein Höllenkrieger mehr. Er war es einfach nicht mehr. Was hätten wir tun sollen? Er war nie da. Wir hätten nichts anderes tun können, das stimmt schon, ja. Bro, ich fühle mich so schlecht gerade. Ich fühle mich so verdammt mies, Bro. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alter, aber... Bro, also Digga, das wird er uns nie verzeihen. Das ist jetzt over. Ey, Bro. Bro, oh mein Gott, Snoopy! Er ist da! Es geht! Moment! Warte mal! Was? Wieso hab ich so wenig Herzen? Wie siehst du aus? Was ist hier los, Alter? Geh eine 5, guck mal! Wie siehst du denn aus? Du hast selbst deine Alpha-Stein-Seite verloren! Nein! Bro, was? Oh mein Gott! Bro, was habt ihr gemacht? Yeah, oh mein Gott! Meine Herzen sind weg, meine ganzen Steinsachen sind weg, meine ganzen Höllenkriegersachen sind weg, Junge! Oh mein Gott! Er ist kein Höllenkrieger mehr, offiziell! Nein! Es ist, wie ich dir gesagt habe, es ist etwas von viel höherer Macht. Nein, Bro. Bro, weißt du, wie lange ich diesen Stein in mein Auge hatte, Alter? Ich hatte das mindestens 2-3 Jahre lang, Junge! Ja, fühlst du dich jetzt besser? Zwei, drei Jahre!
Junge, wieso habt ihr das gemacht, Alter? Wir mussten es tun. Mira hat uns dazu gezwungen. Ihr habt mir alles genommen, Alter. Wir konnten nichts dran ändern, mein Gott. Bro, und was ist jetzt mit meinem Drachen, Alter? Hör, was ist jetzt mit meinem Drachen, mit meinem pinken Drachen? Hast du dein Rätsel bei dir oder ist es zu Hause, oder? Mein Rätsel ist bei mir noch hier. Ja, okay, dann lass es. Ja, da steht doch drin, da steht drin, dass ich einen Drache bekomme, du Blödmann, Alter. Ja, aber lass zu deinem Haus, weil das ist pink. Bro, das ist Moni. Moni ist die Lösung. Ja, dann nimm dein Buch. Lass mal trotzdem kurz zu deinem Haus. Ja. Komm, vielleicht ist er ja mal. Komm, oh mein Gott. Freunde, ich muss jetzt noch irgendwas, ich muss jetzt eine Sache noch testen. Ihr wisst, der Josef-Test, der zu 100% bestätigt, ob jemand Höllenkrieger ist oder nicht. Das müssen wir jetzt noch testen. Bro, was haben wir getan? Es gibt jetzt noch einen Test. Zieh deine Brustplatte an. Was für ein Test, Junge? Zieh deine Brustplatte an. Ey, gib mir das Tote, du Dummkopf. Nö. Du gibst mir das... Warte mal, hier ist ein Totem. Hier, guck mal, nimm mal das Totem. Du gibst mir jetzt erstmal. Und zwar der Josef-Test besagt. Hä? Wie? Hallo! Was macht ey? Ich hab zwei Herzen! Oh mein Gott! Hör mal auf damit! Du bist ja wirklich gar kein Höllenkrieger mehr! Es ist komplett dein Schwein! Ey! Die ekligsten Menschen auf der Welt! Du bist schwach! Das ist gerade dumm, was du tust! Ich bin nicht schwach, Junge! Das ist dumm, was du gerade tust! Lass das! Ich bin nicht Okay, Josef-Test, Josef-Test, Josef-Test. Josef-Ding da, ja. Wir machen Josef-Test. Ja, dann mal auf. Ey, hör auf mich zu. Sie gehen wirklich auf dich. Sie gehen wirklich auf dich. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Bro. Nein, Bro, lass gehen. Scheiß drauf, wir haben ihn genug angetan. Lass gehen. Lass einfach gehen. Ja, bla. Bro, lass zu meinem Geheimraum. Wo war der nochmal? Da oben. Alter. Wir haben es wirklich getan. Wir haben ihn verbannt. Ich fühl mich so scheiße. Bro, ich auf. Komm, rein. Schnell. Oh mein Gott. Kiro. Wir haben ihn einfach wirklich verbannt. Wir haben es getan. Das hat doch funktioniert. Bro, das ist nicht mehr witzig. Das ist sein Skin, Digga. Wie sieht er jetzt aus? Ich hab ihn so noch nie gesehen eigentlich. Ich sag dir ehrlich. Das ist doch sein Skill von YouTuber Insel 1. OG, Bro. Ja, daran kann ich mich noch so halb erinnern. Ich war ja auch auf YouTuber Insel 1, aber das ist ein Jahr her oder zwei. Ja, Digga, das ist einfach sein originaler Skin. Bro, das ist krass. Bro, Digga, was haben wir getan? Nein, das ist eigentlich gar nicht gut. Okay. Bro, eigentlich, er hat die Höllenkrieger gegründet und Bro, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das den anderen noch beibringen sollen, aber ich geh jetzt auf jeden Fall. Bro, ich geh jetzt auch was mit meinem Haus. Ich sag ehrlich, Kiro, wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir hören uns, Junge. Ciao. Oh mein Gott, Freunde, was? Ich weiß grad gar nicht, was ich sagen soll. Es ist viel zu krass. Was ist da gerade passiert? Ich habe einfach keinen Schaden bekommen, als Timmy mich angegriffen hat, wegen dieser OP-Rüstung. Diese OP-Rüstung ist einfach viel zu krass. Warte mal, da ist ein Buch. Oh mein Gott!